Wir zeigen Ihnen auf einem anderen Gebiet mal, was draus werden kann, wenn der in die Tat umgesetzt wird und man den Idee-Prototyp einfach an die Wand hängt, dahin, wo viel los ist. Na, Sie können es mal wieder nicht lassen? Nur zu. Literatur hat noch keinem geschadet. Warum es jetzt Bücher aus dem Automaten gibt. Er hat 24 Stunden offen, hängt dort, wo es sonst keine Bücher gibt und man vielleicht spontan eins kauft. Gute Voraussetzungen für die Mission von Bettina von Bülow, der Gründerin des Hamburger Automatenverlags. Die Idee ist, Bücher auf die Straße zu bringen, an Leute zu animieren, die sonst vielleicht nicht in die Buchhandlung gehen. Und eben auch Lyrik, schwierige, vielleicht ungewöhnliche Texte an die Leser zu bringen. Über 10 Jahre hat Bettina von Bülow, nein, nicht verwandt mit Vico von Bülow, bei Top-Verlagen als Lektorin gearbeitet. Ein Leben ohne Bücher, für sie unvorstellbar. Bis zu 70 Stunden pro Woche redigierte sie Manuskripte, entdeckte junge Talente, musste aber auch hinter Titeln stehen, auf die sie eigentlich keine Lust hatte. Das ist jetzt anders. Ich habe relativ viel Autonomie eigentlich in dem, was ich tue und stehe natürlich auch für die ökonomische Konsequenz, für den Erfolg oder Misserfolg gerade. Aber diesen Prozess insgesamt gestalten und begleiten zu können, das ist für mich schon eine Form von Selbstverwirklichung. Auch ein kleiner Verlag kostet. 3 Sponsoren konnte sie überzeugen und ihr Netzwerk. Freundinnen werden zu freiwilligen Helferinnen. Falten, stempeln, nummerieren im Kollektiv. Bettina, die einen sind jetzt aber anders gefaltet als die anderen. Wieso? Weil das A so ist, dass das da ist. Ist das rum oder auf dem Kopf? Das ist völlig egal, das ist Handarbeit. Okay, weil da dachte ich jetzt, es wäre vielleicht ein schwerer Fehler, wenn die anderen jetzt anders sind. Gut, dann. Das erste Programm mit 9 Titeln reicht vom Stadtführer über das Kochbuch für Kinder bis zur Lyrik. Die Herausgeberin legt Wert darauf, dass der Verlag auch ein echt hamburgischer Verlag ist. Die Titel erzählen von der Stadt. Sie sind von Autoren, Autorinnen, die in der Stadt leben und die sich ja auch das Arbeiten in der Stadt widerspiegeln. Neben dem ersten Exemplar im Grindelviertel sollen noch 2 weitere Freiluftfilialen in der Schanze und am Hafen eröffnen. Da steckt man jetzt einfach die Euro rein und kann ein Buch ziehen. Was man von früher kennt, Feste ziehen und es kommt raus. Und das ist auch in der Größe von einer Zigarettenschachtel. Ganz genau, das ist ja toll. Und da auch Literatur ein gewisses Suchtpotenzial hat, sollen jedes halbe Jahr 5 neue Titel in den Automaten kommen.